Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Fotokunst. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Fleka Fotografie und ich bin heute Abend mal wieder an meinem Lieblingsspot im Wald, um Pilze zu fotografieren. Und welches Motto würde nicht besser passen? Gestern war Halloween, wir suchen Geisterpilze, selbst fluoreszierende bzw. fluoreszierende Pilze unter UV-Licht. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in den Wald gefahren. Es war eine echt stressige Herfahrt, denn wir hatten extrem viel Nebel. Ich habe meinen kleinen Kameramann dabei. Mein Sohn begleitet mich heute Abend hier zum Fotografieren. Und ja, wie schon vorhin angesprochen, nichts passt besser als Geisterpilze, fluoreszierende Pilze unter UV-Licht, die wir heute Abend zu Halloween, oder gestern Abend war Halloween, wenn ihr das Video seht, fotografieren können. Ich habe im Internet recherchiert, beziehungsweise zuerst einmal muss ich erwähnen, ich habe einen Tipp bekommen von einem Kommentator unter meinem Video, wo findet man am besten Pilze, verlinke ich gerne mal hier oben, habe ich einen Tipp bekommen, dass es tatsächlich fluoreszierende Pilze gibt, die unter UV-Licht leuchten. Ich konnte es ja schon gar nicht glauben und habe tatsächlich dann im Internet recherchiert. Es gibt verschiedene Sorten von Pilzen im heimischen Wald in Deutschland, die leuchten. Wissenschaftler sind sich da noch nicht ganz einig, warum sie leuchten. Der ein oder andere sagt, um seine Giftigkeit zu demonstrieren und die Tierwelt damit aufmerksam zu machen, sie in Ruhe zu lassen. Die andere Theorie sagt, um Tiere eben extrem noch mehr oder Schädlinge noch mehr anzulocken, um die Pilzsporen besser verteilen zu können im Wald, sodass die Vermehrung der Pilze besser stattfinden kann. Und dann gibt es noch zig andere Theorien, die eventuell dort greifen könnten. Wissenschaftlich belegt ist aber keine davon bisher. Aber soweit nur mal zur Theorie und zur wissenschaftlichen Seite. Ich mache mich jetzt auf den Weg und werde versuchen, hier Pilze, die leuchten, zu finden. So, hier unten haben wir schon das erste Exemplar, das leuchtet. Leider noch nicht so ganz schön zum Fotografieren. Aber ich zeige euch das mal. Ich mache mal kurz das Licht aus. So, und UV-Licht an. Und siehe da, der Pilz leuchtet. Seht ihr das? Ich mache es mal so. Hier, er leuchtet. Und zwar ganz krass. Also man sieht es jetzt hier mit dem UV-Licht, also in der Kamera nicht ganz so gut, aber für das bloße Auge ist das mega, was man da sieht an Leuchten. Aber wir machen uns mal weiter auf die Suche und versuchen mal noch ein bisschen mehr Pilze zu finden. So, hier haben wir den nächsten gefunden, der auch cool leuchtet, aber hier leuchtet bloß die Unterseite des Pilzes und ganz schmal die Oberseite. Auch das zeige ich euch gerne mal. Kleinen Moment. Ja, wenn man hier mal näher rangeht, vielleicht sieht man es dann so. Ja, so sieht man es gar nicht schlecht. Sehr schön, wie das hier leuchtet. Man sieht es wirklich gut. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Auch den kann man, glaube ich, nicht so ganz schön in Szene setzen. Yes, wir sind fündig geworden. Hier sind die Pilze. So sehen sie aus, wenn man sie nicht nur im UV-Licht betrachtet, sondern wenn man sie anleuchtet. Und ich mache jetzt nochmal das Licht aus. Und dann heben wir mal die Kamera genau weiter weg. Ist das schön, oder?
Magie im Wald. Oh mein Gott, ey. Faszinierend. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass es sowas gibt. Aber tatsächlich leuchten hier die Pilze. Mega schön. Krass. Na dann, werden wir uns mal ans Fotografieren machen, würde ich sagen. Ja, liebe Freunde, wir sind also fündig geworden und haben hier echt einen ganzen Baumstamm gefunden, so wie ihr es gerade schon gesehen habt. Also wirklich wunderschön, was die Natur hier alles zu Wege bringt. Ich bin total begeistert. Ich hätte es mir wirklich nie vorstellen können. Also vielen lieben Dank nochmal für den Tipp mit den unter UV-Licht leuchtenden Pilzen. Also war ein Hammer-Tipp und ja, ich bin wie gesagt begeistert. Also Wahnsinn. Aber was ich auf dem Weg hierher festgestellt habe, es ist bei Nacht, sind, wie man so schön sagt, alle Katzen grau. Also wenn ihr auch sowas vorhabt, erstens natürlich leise im Wald, geht in den Wald, wo ihr euch auskennt, wo ihr bei Tag schon ein paar Mal wart, wo ihr euch einfach sicher fühlt. Denn wenn ich mich hier nicht auskennen würde, weil ich hier schon ein paar Mal zum Fotografieren von Pilzen und anderen Dingen war, dann hätte ich mich hier, glaube ich, heute Nacht rettungslos verlaufen. Also auch die Wege, die man eigentlich kennt, sind nicht mehr dieselben. Und wir sind jetzt hier ungefähr 30 Meter weit in den Wald rein vom eigentlichen Wanderweg. Ich weiß, den einen oder anderen wird es jetzt wieder stören, aber ich habe mich wirklich leise, vorsichtig verhalten. Wenn irgendwo ein Geräusch zu hören war, dann bin ich stehen geblieben, habe mich ganz mucksmäuschenstill verhalten und habe mich kaum bemerkbar gemacht. Bis zu diesem Spot hier. Und ich muss sagen, ich hatte ein Gefühl, welche Pilze das gewesen sein könnten. Und sie sind es tatsächlich. Also im Internet habe ich gelesen, eben der gemeine Hallimasch, dass der leuchtend sein könnte. Und ich habe mir das Bild zu dem Hallimasch angeguckt und ich vermute mal, dass das, also zumindest mein Empfinden, vielleicht kann der ein oder andere Pilzexperte da draußen was anderes sagen, aber ich bin der Meinung, das hier ist der gemeine Hallimasch, der leuchtet. Genug der Schwafelei, wir wollen jetzt fotografieren und endlich Bilder machen. So, liebe Freunde, wir fotografieren gerade eben diesen Pilz hier oben, hier, auf den ich gerade zeige. Und zwar habe ich hier eine Blende von 8 eingestellt, ISO 100, und habe eine 0,8-sekündige Belichtungszeit und ein Focus Bracketing von 15 Bildern gemacht. Und dann kommen da richtig schöne Bilder raus. Also Wahnsinn, wie cool das rüberkommt mit dem Focus Bracketing und diesem angeleuchteten Pilz. Aber ich zeige euch das erste Bild jetzt. Thank you.
hier oben fotografiere, habe ich mir jetzt hier Reflektoren gebaut. Ganz einfach mit ein bisschen Alufolie aus der Küche ein Reflektor hier unten gebaut, der von dem hier angeleuchtet wird, dass hier oben Licht drauf kommt und hier unten Licht drauf kommt, weil das Licht kommt von hier drüben. Hier drüben kommt das Licht unterhalb von der Kamera und das wirft jetzt hier das Licht von da hier runter. Und dadurch kriegt der Pilz einfach mehr Licht und kann besser fotografiert werden. Auch hier mache ich wieder ein Bracketing mit 15, Blende 8. Aber ich möchte es jetzt auch mal noch mit 35 und Blende 2,8 probieren, damit vielleicht das Bokeh noch ein bisschen sauberer wird. Das Bild von dem Bracketing. Vom Bracketing 8.0 kommt jetzt und sollte es mir gelingen, das Bild von 2,8 auch gleich noch im Anschluss dazu. Der letzte Pilz, den ich jetzt noch fotografiert habe, habe ich jetzt noch versucht im Querformat zu fotografieren. Ihr seht einmal hier hinten die Stahlwolle und hier vorne den fluoreszierenden Pilz. Man sieht übrigens auch hier am Rand schön, was fluoresziert und was nicht. Also echt, ich sag's nochmal, wunderschön, was die Natur zustande bringt. Und auch das Bild im Querformat kommt jetzt noch. Zum Schluss. So, liebe Freunde, auch dieses Video geht irgendwann zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, so wie ich, leuchtende Pilze im Wald zu fotografieren. Ich bin echt selber immer noch geflasht, was die Natur alles zu Wege bringt und dass es sowas im Wald tatsächlich gibt und dass ich tatsächlich fündig geworden bin. Denn für mich war es tatsächlich der erste Versuch. Und für den ersten Versuch, leuchtende Pilze in Szene zu setzen, bin ich mehr als glücklich und zufrieden und glaube, dass die Bilder wirklich toll geworden sind. Ich werde sie jetzt daheim noch komplett sichten, aber das, was ich schon auf dem Bildschirm gesehen habe, davon bin ich überzeugt und begeistert. Ich wünsche euch in dem Fall einen schönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und wenn ihr das getan habt, dann sehen wir uns ganz bestimmt im nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich von dieser Stelle aus dem Wald und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao.